fress dich, eure Sabbatäle. Was haben Sie denn da gemacht? Heute ist Montag, da scheiße ich immer. Habe ich mir so angewöhnt. Mein Pisstag ist Mittwoch. Was Sie eben mit dem Hund gemacht haben. Ist das Ihr Köter? Sie haben ihn getreten. Soll ich ihn lecken? Wenn Sie das nochmal machen, zeige ich Sie an. Warum nicht gleich? Sofort! Ich an Ihrer Stelle würde jetzt zur Polizei gehen. Die freuen sich bestimmt, wenn Sie sie mal wiedersehen. Sagen Sie denen, dass sie sonst immer bloß Pflastersteine auf die Bullen schmeißen und bei Aldi die Fensterscheiben zertrümmern und den Schnaps klauen. Aber jetzt ist ein richtiges Verbrechen passiert. Friedhelm Motzki aus der Linsenstraße 48, Hochparterre links, hat einen herrenlosen Köter getreten. Und nicht vergessen, die Hasskappe vorher über die Visage ziehen. Sonst erkennt sie auf der Wache keiner. Guten Morgen, Frau Rosenthal. Guten Morgen, Herr Öxchen. Ach nee, wenn man vom Teufel spricht, wie schön, sieht man dich auch mal wieder. Wir haben gerade über dich gesprochen. Du sollst doch dein Herrchen nicht immer von der Arbeit abhalten. In der Küche steht noch das Geschirr von 2 Tagen. Soll ich jetzt sauber machen? Glaubst du, ich kaufe mein neues Geschirr? Na gut, umso besser. Ich sagte dann, wo du überall hin musst. Mir tust du damit einen großen Gefallen, Friedhelm. Was heißt das, wo du überall hin musst? Diese Laufereien, grausam. Früher hat man ja gewusst, wenn man auf ein Amt muss, das dauert. Da steht man rum und wird rumgeschickt vom Parterre zum 5. Stock von einer Behörde zur anderen. Und hier bei euch, da ist es ganz genauso. Die brauchen die Geburtsurkunde von Doris, ihre Sterbeurkunde. Deine, glaube ich, auch, eure Heiratsurkunde. Und dann die Sterbeurkunde von unseren Eltern. Und Moment, wovon redest du eigentlich? Friedhelm, deine Frau ist vor 3 Tagen gestorben. Das ist mir nicht entgangen. Du war ja schließlich auch deine Schwester. Aber juristisch bist du der nächste Angehörige. Und deshalb musst eigentlich du die Formalitäten erledigen. Ich wollte dir das meiste abnehmen, aber ich kann nicht gleichzeitig hier sauber machen und auf den Behörden rumlungern. Bei Grineisen war ich übrigens schon. Du warst wo? Bei Grineisen. Du lebst nicht mehr in der Zone, verdammt nochmal. Das hier ist freie Marktwirtschaft. Da geht man nicht in den erstbesten Laden und sagt, ich hab da was für Sie. Da fragt man vorher, was kostet das bei Ihnen. Und dann geht man zum anderen und fragt, was das da kostet. Und dann entscheidet man sich, wo ist die Sache am billigsten. Grineisen hat damals den alten Fritz und seinen Vater in Potsdam neu begraben. War Doris Prinzessin. Und voriges Jahr die Beerdigung von Marlene Dietrich, das war auch Grineisen. Und deswegen soll Grineisen auch Doris beerdigen. Die Marlene hat das richtig gemacht, hat neulich Frau Emskötter gesagt. In Berlin geboren, in Berlin begraben, aber zwischendurch. Was meinst denn du mit zwischendurch? Ich gar nichts, das hat doch Frau Emskötter gesagt. Vielleicht, dass Deutschland ganz schön ist, wenn man ruhig auf den Friedhof liegen will, falls man hier geboren ist. Dass das Leben aber woanders vielleicht schöner ist. Das Leben ist nirgendwo so schön, als wie bei uns hier. Für euch vielleicht, für uns nicht so sehr. Wir sind ja nun seit Jahrzehnten immer die, die angeschissen sind. Auf Deutsch gesagt. Was sollen so eine Beerdigung kosten bei Grineisen? Du willst ja wohl kein Staatsbegräbnis für Doris. Aber wir können sie auch nicht in den Ofen schieben und dann mit der Asche bei Glatteisen Bürgersteig streuen. Man stirbt schließlich nur einmal im Leben. Das war natürlich alles viel besser früher bei euch. Da gab es bloß 2 Sorten Särge, einer fürs Volk, den anderen für die Bonds. Wir hatten ja früher so Pappsärge aus Leuna, Leim und Sägemehl. Die haben sage und schreibe 125 Mark gekostet. Ost! Was sonst? Doris hat sich ja nie besonders viel aus Holz gemacht. Die gibt's aber nicht mehr. Die sind verboten vom Bundesumweltministerium. Habt ihr nicht auch was Billiges bei der Auswahl, die ihr hier habt? Ich weiß ja nicht mal, welches Spülmittel ich nehmen soll. Aber ich werde das alles schon noch lernen. Es geht eben nur nicht von heute auf morgen. Also, ihr seid jetzt schon fast 3 Jahre lang Deutsche. Wie lange sollen das noch dauern, bis ihr alles kapiert habt?
3 Jahre lang Deutsche. Friedhelm. Wir sind vorher keine Bodekuden oder Kalmücken gewesen. Und du wirst ja wohl nicht ernsthaft behaupten, dass ihr so Deutsche wart wie wir. Wie ihr vielleicht nicht, aber mehr Deutsche als ihr. Was war beispielsweise in Leipzig los? 1848, Völkerschlacht. Die war 1813. Wo hat man dir denn das beigebracht? In der Schule, als ich 10 Jahre alt war. Ach, natürlich, ich habe ja gar nicht dran gedacht, wo du zur Schule gegangen bist, in Sachsen. Anhalt, wir sind da groß geworden, deine Frau und ich. In Sachsen, du Anhalt. Du vielleicht, nicht Doris. Doris ist in Merseburg geboren. Ich auch. Und unsere Eltern und unsere Großeltern. Alle hatten da ein Stückchen Land. Alle kommen aus Merseburg. Erst unseren Opa haben sie den Hof weggenommen, weil sie ihn mit den Zinsen, ist egal, Mauerbergrauser. Und dann ist er eben in die Ziegelei gegangen, unser Vati war auch in der Ziegelei, aber Merseburg liegt bei Halle an der Saale. Und dass die Saale nicht nur Sachsens berühmtester Fluss ist, weiß ja jedes Kind. Dass er aber mindestens so deutsch ist wie euer Rhein, weiß auch jedes Kind. Hör mal her, Friedhelm. An der Saale, hellem Strande, stehen Burgen stolz und kühn. Doch die Mauern sind verfallen und der Wind streicht. Durch die Hallen Wolken ziehen drüber hin. Siehst du? Sachsen sind vielleicht die deutschesten Deutschen überhaupt. Die deutschesten Deutschen? Wenn das stimmen würde, wäre ich Emigrant. Vielleicht kann man sagen, dass sie irgendwo was Deutsches an sich haben, aber wenn Deutsch, dann höchstens eine Art von, auf keinen Fall solche wie wir. Eine Abart. Und was hast du damals gedacht, als sie demonstriert haben in Leipzig? Da habe ich gedacht, jetzt heißt es aufpassen, Friedhelm, jetzt heißt es Taschen zuhalten. Dieser Pöbel da will an dein Portemonnaie. Das glaubt dir kein Mensch, Friedhelm Motzki. Du warst stolz auf uns. Alle Deutschen waren stolz. Endlich mal eine richtige Revolution. Bei einer richtigen Revolution will man ja was von seiner eigenen Regierung. Aber ihr da wolltet was von unserer. Außerdem war das schon deshalb keine echte Revolution, weil das ja eine abgekartete Sache war. Der Honecker und der Mielke, die haben sich das ausbaldowert und die Stasi hat dann alles arrangiert. Du meinst, uns das eben so angehört, als ob du behauptet hättest, unsere Demonstrationen seien von der Stasi organisiert worden. Das habe ich auch gesagt. Du meinst, die wollten sich selber stürzen? Das sind doch alles ausgebuffte Arschlöcher gewesen. Und warum hätten die das wollen? Weil euer ganzer Laden im Arsch war. Ihr wart doch pleite. Alles, was ihr geerbt hattet, war verballert. Das, was ihr dazu verdient habt, hauptsächlich durch Menschenhandel und Wegelagerei, hat nicht mehr gereicht. Der Boden war vergiftet, die Häuser vergammelt und die Arbeit war ja bei euch auch noch nie erfunden. Und da haben die sich in eurem Politbüro überlegt, wenn wir jetzt Konkurs anmelden, dann geht's uns an den Kragen. Unser Geld können beim Klo runterspülen, der Gerichtsvollzieher kommt und pfändet uns die Häuser, die Autos und alles. Und da haben die das eben so gedeichselt mit diesen sogenannten Demonstrationen. Und unsere Sozis haben denen noch ihr Geld, mit dem man einen Arsch abwischen kann, in meine D-Mark eingetauscht. Und die sagen nicht mal Dankeschön. Im Gegenteil, meckern noch und wollen immer mehr. Wer bezahlt das alles? Friedhelm Motzki. Nur ist er schon so arm, dass er sich nicht mal eine anständige Beerdigung leisten kann. Nur, dass eine Beerdigung im Westen eben viel teurer ist als eine bei uns, das ist ja nun nicht meine Schuld. Bei euch ist das billiger? Wenn unsere Institute nicht schon von irgendwelchen Westkonzernen aufgeschluckt worden sind, ganz bestimmt. Frau Emskötters Freund, der Herr Kohlhase, der hat Verwandte in Quedlinburg. Auf dem Friedhof, hat Herr Kohlhase erzählt, ist kaum noch Platz für die eigenen Toten. Da kommen Hunderte von Wessis hin. Tote natürlich. Der Aufschwung Ost geht eben doch. Am Ende werdet ihr noch einsehen, dass unser Bundeskanzler Recht behält. Manche reisen mehr als 100 Kilometer, bloß weil Beerdigungen da billiger sind. Grausam. Die Beerdigungsinstitute in Goslar und Bad Harzburg sollen schon kurz vor der Pleite stehen. Ich möchte bloß mal wissen, warum du mir das erst jetzt erzählst. Wolltest du Doris denn in Quedlinburg beerdigen lassen? Ach, Quedlinburg, du blöde Ostkuh. Haben wir in unseren eigenen Osten nicht direkt selber vor der Schnauze? Da hat man endlich mal was davon und die eigene Schwägerin verschweigt einem das. Eiche. Alles Eiche. Unser Spitzenmodell. Jedenfalls sollte er denn fertig sein. Selbstverständlich können wir relativ kurzfristig Sonderanfertigungen herstellen lassen. Da was kostet der? Das wäre das Modell Wartburg. 4.650 Mark. Ost? Inklusive Mehrwertsteuer. Haben Sie auch ein Modell Trabant?
Typisch, immer dasselbe. Da geht man nur schon mal nach dem Osten, damit da die Wirtschaft angekurbelt wird. Aber kaum haben die gerochen, dass man Wessi ist, da wollen sie einen schon über den Tisch ziehen. Vielleicht gehen wir erstmal rüber zu unseren einfachen Modellen. Da wäre beispielsweise diese Ausführung in Kiefer, für die man natürlich... Na, das soll ein Sarg sein. Das baue ich Ihnen doch aus alten Apfelsinenkisten in einer Stunde zusammen. Dafür kostet er nur 954 Mark. Nur 954 Mark. Da kaufe ich mir aber doch bei Ikea einen Schrank dafür. Da habe ich die Schubladen übrig. Wenn er die vorgeschriebene Größe hat, können Sie das jederzeit machen. Aber? Kein Aber. Sie können die Leiche in einem Sarg von Ikea bestatten lassen. Ich weiß nur nicht, ob Ikea Ihnen den dann auch auf den Friedhof führt. Also eine Leiche zu transportieren, das kann doch kein Problem sein. Wenn man die staatliche Genehmigung dafür hat? Ja, Staat im Arsch, aber das Monopol ist geblieben. 954 Mark. Da sind ja nicht mal Griffe dran. Der wird dann wahrscheinlich einfach so in eine Grube geschubst. Bei unseren hiesigen Kunden ist dieses Modell jedenfalls sehr beliebt. Gegen das, was ihr früher hattet, ist das ja auch der reinste Luxus. Wir haben in der letzten Zeit häufig Kunden aus dem Westen. In Ihrem Beruf sollten Sie sich dieses alberne Grinsen verkneifen, Sie Heini. Es passt auch nicht zu Ihrem dunklen Anzug. Sie vergessen wohl ganz, dass Sie hier mit einem Hinterbliebenen sprechen. Ich habe nicht gelächelt. Ich habe nur erwähnt, dass wir jetzt häufig Kunden aus dem Westen haben, weil wir mit unserer Preisgestaltung verglichen mit der westlichen Konkurrenz. Ich glaube nicht, dass sich der Herr für diese Internas interessiert. Der Herr ist gekommen, weil er weiß, dass wir billiger sind als die meisten Institute in West-Berlin. Also jetzt hören Sie mir mal genau zu. Ich bin nicht zu Ihnen gekommen, weil Sie billiger sind. Es geht mir nicht darum, dass ich Geld sparen will. Ich bin nämlich ein guter Deutscher, wenn Sie sich darunter was vorstellen können. Und nur deshalb lasse ich meine Doris auf einem östlichen Friedhof begraben, damit ihr endlich mal auf die Beine kommt, damit die Wirtschaft bei euch angekurbelt wird. Schade, dass es nicht mehr von deiner Sorte gibt. Was willst du, das Paradies? So verdienen wir wir ja, so leben wie wir. Natürlich, klar, warum nicht? Aber bloß, wenn wir bezahlen, wenn ihr mal selber arbeiten sollt, dann habt ihr Heimweh nach euren Sozialismus. Dann wollt ihr euren alten Schlendrian wieder. Arbeit, aber gemütlich muss es sein. Alles hat seine zwei Seiten. Und auch bei uns hat manches sein Gutes gehabt. So wie bei Adolf Hitler die Autobahn. An dem, was der Herr gesagt hat, ist ja was Wahres dran. Man wird bei uns sicherlich vieles finden, was noch nicht von der gleichen Qualität ist. Aber man kann eben nicht in 2-3 Jahren aufholen, was über 40 Jahre versäumt worden ist. Verlangt ja auch keiner. Nur was unsere Särge betrifft. Die können sich mit denen in Westdeutschland jederzeit messen. Bei uns kriegen sie wirklich für weniger Geld die gleiche Qualität. Das gleiche gilt auch für das Zubehör. Innendekor, Sargwäsche, Sargdecken, Totenhemden. Da werden sie keinen Unterschied feststellen. Wenn man das alles zusammenrechnet, Sarg, Musik, Grab und. Das kostet ja ein Vermögen. Die Beerdigung deiner Schwester wird ein teures Vergnügen. Wir haben dann noch ein paar alte Musikstücke in unserem Verzeichnis. Der kleine Trompeter oder Brüder zur Sonne, zur Freiheit, die wären kostenlos. Als Frau Emskötter ihren Mann hat beerdigen müssen, da hat das alles zusammen höchstens im Viertel gekostet. Und das war erst vor 5 Jahren. Sind Sie sicher, dass Sie wirklich billiger sind als die westlichen Institute? Also das ist doch nun wohl keine Frage. Solange das noch ein staatlicher Ostbetrieb ist. Schon die gesetzlich festgelegten Friedhofsgebühren, vor allem eben für die Gräber, sind bei uns immer noch erheblich niedriger als im Westen. Wieso das denn? Misch du dich doch nicht ein! Was verstehst du denn von solchen Sachen? Die können hier billiger sein, weil sich die Kosten nach den Quadratmeterpreisen für Grund und Boden richten. Und die sind natürlich hier viel niedriger, wo alles verseucht ist. Und warum lassen dann nicht alle Westberliner ihre Toten im Osten beerdigen? Vermutlich, weil sie etwas haben, was dir vollständig abgeht. Heimatgefühle. Einer, der in Tegel gelebt hat, möchte auch in Tegel beerdigt sein. Weil er sich so an den Flugzeuglärm gewöhnt hat, der würde ihm im Grab dann fehlen. Dann wäre ja wohl alles klar. Du willst unterschreiben, bevor wir die Preise mit anderen Beerdigungsinstituten verglichen haben? Du hast mir doch eben... In spätestens 14 Tagen können wir die teure Verstorbene beerdigen. Erst in 14 Tagen? Und so lange soll sie wohl bei mir im Wohnzimmer rumliegen. Vielleicht noch mit einem Blick auf den Fernseher. Und dann dreimal die Woche Lindenstraße. Das war doch ihre Lieblingssendung, oder? Was fragst du mich immer? Doris ist deine Frau. Und ich bin abends immer bei mir im Banko zu Hause. Wir werden eine Lösung finden.
So, hör ab, du olle Pisthöhle! Herr Motzke, ich wollte erst kommen, wenn Frau Rosenthal nicht da ist. Meine herzliche Beileid. Die erledigen Formalitäten bei den Behörden. Was die alles verlangen, das kann sich ein Türke wie du gar nicht vorstellen. Frau, meine Frau, sie wäre gern auch gekommen, aber sie ist zu scheu und dann spricht sie auch nicht so gut Deutsch wie ich und fängt immer an zu weinen, wenn was so traurig. Ja, das hätte man auch gar nicht gesehen mit dem Staubtuch über den Kopf. Aber wo du schon mal da bist, dann komm rein, Gülisan. Danke. Dann kannst du gleich mal sehen, wie eine deutsche Wohnung von innen aussieht. Also, das ist der Korridor. Hier an die Haken hängen wir unsere Mäntel und so. Alles schön der Reihe nach. Mäntel und Jacken, alle mit den Knöpfen nach rechts. Dann gehen wir mal ins Wohnzimmer. Willst du einen Kaffee? Danke, schon eine getrunken. Jakobs Krönung Sonderangebot. Naja, bitte. Wenn du dich hier rüberbeugst, dann kannst du deinen Laden sehen. So, guck dir die Arschlöcher an. Wenn die so weiterarbeiten, dann werden sie dies Jahr auch nicht mehr fertig. Die sind doch alle aus Osten, Herr Molski. Die haben bis heute nie gelernt, was es heißt arbeiten. Und dann keine Kultur. Wir sind alte Europäer, die nicht. Die kommen alle aus russisches Chaos. Herr Motzke, deutsche Behörden viel zu großzügig. Wenn ich Bürgermeister wäre, ich würde sagen, ihr kriegt Geld. Aber ihr müsst arbeiten. Aber richtig arbeiten, nicht so. Kommen irgendwann lange nach Frühstück und dann das Bier holen. Und wenn ich trinke Bier, gucke so wie andere trinken Bier. Ja, manchmal arbeiten sie schon. Ja, aber dann in einem Tempo, dass du kannst Schuhe dabei besohlen. Wie wär's mit dem Sofa, ihr faulen Säcke? Sehr schöne Wohnung, Herr Motzke, sehr schöne Wohnung. Eigentumswohnung. Alles ohne Innenarchitekt. Sonst könntest du dir so einen Luxus auch heute gar nicht mehr leisten. Tja, immer furchtbares Unglück, wenn Frau stirbt. Hä? Ach so, ja. Meistens, ja. Aber für Sie jetzt viel Trost, weil die Quälerei zu Ende. Ach Gott, ja. Was bleibt denn übrig? So eine Frau, die hat man nun mal geheiratet. Da war man noch jung und schön. Und mit der Zeit gewöhnt man sich dann dran. Und wenn dann sowas passiert, dann muss man eben in den sauren Apfel beißen. Aber eben 5 Jahre lang krank, wie sie noch laufen konnte, da hat sie meistens auf dem Sofa gesessen und ferngesehen, von morgens bis abends. Aber denn, auf einmal, wie sie den Rollstuhl hatte, erst recht, wie die scheiß Mauer abgerissen haben, da ging es erst richtig los. An den Müggelsee, Sanssouci, unter den Linden, Rheinsberg, Königs Wusterhausen, das war ja sowieso ein schwarzer Tag in unserer Geschichte, aber für mich noch schwärzer. Ich meine, die Schmerzen, die sind jetzt vorbei. Was für Schmerzen? Ich habe keine Schmerzen. Na, Ihre Frau. Ach so. Aber die Schwester von ihr, Ihnen helfen, habe ich gehört. Helfen? Die ist doch froh, wenn sie bei mir arbeiten darf. Die nimmt doch keiner. Weißt du, wo die früher gearbeitet hat? Immer wenn sie an mein Geschäft vorbeikommt, sagt sie, lieber Herr Yxner zu mir. Wer soll sich so einen blöden Namen auch merken? Ich werde dir aber sagen, dass du Gülisan heißt. Nein, ich heiße Yxner. Ja. Gülisan ist nur mein Vorname. Du heißt Yxknutz, aber was meckerst du denn dann? Was soll sie denn zu dir sagen? Guten Tag, Herr Süßmut. Und wenn mein Laden voll ist, sie immer geduldig wartet. Immer wartet sie geduldig, wenn mein Laden voll ist. Die hat doch ihr Leben lang Schlange gestanden, das gewöhnt die sich auch nicht mehr ab. Wenn die irgendwo eine Schlange sieht, dann stellt sie sich gleich erstmal an. Und wenn da irgendwo im Laden keine Schlange steht, dann geht sie gar nicht erst rein. Jedenfalls sehr gut, dass Frau Rosenthal hier was um die Ohren hat. Ohne Arbeit, Leben nicht schön. Ohne Arbeit bin ich auch. Momentan jedenfalls. Aber Sie haben doch die Fahrschule, Herr Motzke. Was zur Hälfte? Aber Sie bekommen doch von Ihrer Kompagnon Geld, jeden Monat. Nur ungern nimmt der Handelsmann statt barem Gelde Scheiße an. Wie bitte? Ein Gedicht. Oder willst du sagen, sie kriegt von mir kein Geld? Sie kriegt einen ganz normalen Lohn. Normale Lohn für Frau aus Osten. Da drüben in Kneipe sind manchmal Kellnerinnen aus Osten, die kriegen 12 Mark die Stunde. 12 Mark? Ja, und für welche aus Westen? 20 Mark. Für gleiche Arbeit. 60%, völlig korrekt. Frau Rosenthal kriegt 60% von Westlohn. Außerdem kriegt sie die 8 Mark bar auf der Hand, braucht nichts zu versteuern. Kriegt drüben noch ihre Sozialhilfe, schließlich auch von meinem Geld. Ja. Kann sie immer Kaffee kochen und wenn sie mal länger bleibt, darf sie sogar mitessen. Allerdings, was die da manchmal zusammenkocht.
Besuch, der liebe Herr Uexknürz. Guten Tag. Ich gerade zurück im Geschäft. Da hättest du dich auch ruhig hinsetzen können. Du kannst aber gerne mal wiederkommen, wenn du nicht so viel Zeit hast. Also, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich habe übrigens noch Preislisten mitgebracht von den Beerdigungsinstituten, bei denen ich zufällig vorbeigekommen bin. Also, das ist wirklich allerhand. Bei jedem andere Preis. Das ist eben freie Marktwirtschaft. Naja, man muss ja nicht alles haben, was die uns bei Ruhe und Sanft erzählt haben. Beispielsweise ist man gar nicht verpflichtet, sich ein Leichenhemd zu kaufen. Soll ich Doris nackend in den Sarg packen? Du kannst Doris anziehen, was immer du willst. Ihr Abendkleid, Nachthemd oder Küchenschürze. In der Schürze ist sie im Leben ja nur immer rumgelaufen. Der Tod ist schließlich was Besonderes, da läuft man nicht rum. Ich meine, da zieht man sich schon mal was Schönes an. Ihr Abendkleid. Welches Abendkleid? Eine Firma ist ganz besonders billig. Das ist so eine Art Aldi für Bestattungen. Billiger als im Osten? Viel billiger, Friedhelm. Bei denen hättest du, ich habe das eben im Bus schon mal ausgerechnet, sage und schreibe, 1084 Mark und 50 gespart. 1084? Und 50 Pfennig. 1084 Mark und 50 Pfennig. Doris ist noch nicht unter der Erde. Jetzt gehst du hin zu diesen scheiß Ossis, diesen Betrügern und sagst denen Bescheid, dass wir... Das hat keinen Zweck, Friedhelm. Der Mann bedauert auch, dass du den Vertrag schon unterschrieben hast, woanders. Es tut ihm leid, aber... Wenn es einer von der westlichen Konkurrenz gewesen wäre, hätte er noch was gemacht, hat er gesagt. Aber denen im Osten, hat er gesagt, die nun gerade angefangen haben mit der Marktwirtschaft, denen will er keine Kunden abspenstig machen. Das würde gegen seine Moral verstoßen. Das denn, dieses Arschloch-Moral, dass der von meinem Geld eure Wirtschaft finanziert? Aber Friedhelm, das hättest du ohne mich doch gar nicht gemerkt.